Herzlich willkommen, liebe Freunde. Mein Name ist Jivako. Heute geht es um verschiedene Zeitlinien. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Verschiedene Realitäten, parallele Realitäten, verschiedene Zeitlinien. Was heißt das? Im Grunde ist es ganz einfach. Wir leben in einer Geschichte. Und wie jede Geschichte ist auch diese Geschichte frei erfunden. Und innerhalb dieser Geschichte gibt es eine Kette von Ereignissen, die sich zu Zeiten zugetragen hat, innerhalb der Geschichte. Und jene Menschen, die an die Wirklichkeit dieser Geschichte glauben, leben in dieser Geschichte, haben diese Geschichte, sind von dieser Geschichte überzeugt und blicken in die Zeit. Und es gibt eine parallele Realität und die liegt außerhalb dieser Geschichte. Und diejenigen, die in eine andere Zeitlinie gehen werden, in eine andere Realität gehen werden, das sind diejenigen, die aus der alten Geschichte aussteigen, die sie vergeben, sagen wir es mal so mit diesem christlichen Wort, und die sich auf ihr zeitloses Wesen besinnen. Diese Menschen werden in der Lage sein, augenblicklich ihre eigene Geschichte zu erfinden. Und für diese Menschen gelten die Gesetze des alten Films nicht mehr. Sie sind nicht mehr gebunden an die Ereignisketten, die in dieser alten Geschichte bindend waren. Sie sind frei davon. Und sie können aus ihrem eigenen Bewusstsein heraus bestimmen, wo es lang geht. Bestimmen, mit wem sie diese Schöpfung teilen wollen. Es gibt zahllose Geschichten, die auf diesem Planeten bereits gelebt wurden. Das Kapitel, in dem die Menschen bislang gelebt haben, scheint zum Ende zu kommen. Es deutet sich immer mehr an. Es zeigen sich immer neue Löcher in diesem Schweizer Käse. Und neue Realitäten scheinen durch. Einige haben sie schon zur Kenntnis genommen. Andere halten noch stur an den alten Konzepten fest. Und wenn diese alte Welt, dieses alte System, die alte Geschichte implodiert, in sich zusammenfällt, dann werden diejenigen, die sich an diese Geschichte klammern, mit dieser Geschichte zugrunde gehen. Und diejenigen, die sich von ihr gelöst haben, die werden in der Lage sein, weiterzugehen. Entweder in eine neue Geschichte, Stichwort neue Weltordnung, die auch wieder nur eine Geschichte ist, die vorgegeben wird durch die Medien, oder die Menschen haben genügend Selbstbewusstsein entwickelt, um ihre eigene Zeitlinie zu erschaffen, ihre eigene Geschichte zu erschaffen. Und wenn dich nun interessiert, wie das geht und was der Hintergrund ist, dann empfehle ich das Buch der Macht, kurz angemerkt, oder wirf einen Blick in diesen Kanal oder nimm Kontakt. Das ist, was ich an dieser Stelle anbieten kann. Alle sind frei, allen geschieht Recht, jenes Recht, in das sie sich stellen. Allen geschieht entsprechend der Geschichte, die sie wählen. Es ist eine Wahl. Es ist nicht wie in der katholischen Kirche, hier zum Beispiel in Polen, sagen die Menschen,
Moja Vina, Moja Vina, meine Schuld, nein. Moja, Moje Vibur, meine Wahl. Es ist eine Wahl. Du hast die Wahl. Jeder Mensch hat die Wahl. Und die kann er allerdings nur dann treffen, wenn er genügend Selbstbewusstsein hat, wenn er genügend Treue in sein Herz aufgebaut hat, wenn er genügend Treue zu seinem zeitlosen Wesen aufgebaut hat. Und wie das geht, erfährst du alles im Buch der Macht oder auf diesem Kanal. Deine Wahl, Tvoje Vibur, deine Wahl. Also bis dann, alles Gute. Tschüssikowski aus dem schönen Gdynia in Polska.